In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit einem zentralen Instrument des Personalmanagements, der Personalbedarfsplanung. Zunächst lernen Sie zentrale Begriffe und Fragestellungen kennen. Danach begleiten wir als Beispiel die X GmbH bei ihrer Personalbedarfsplanung und abschließend nehmen wir eine Verallgemeinerung des Prozesses vor, die die Zusammenhänge der Prozessschritte zusammenfassend darstellt und in ihren Kontext einordnet. Betrachten wir zunächst die Begrifflichkeiten und zentralen Fragestellungen der Personalbedarfsplanung. Personalplanung ist die gedankliche Vorwegnahme zukünftigen Handelns hinsichtlich aller personalwirtschaftlicher Aufgaben. Personalbedarfsplanung als Teilbereich der Personalplanung erfasst personelle Kapazitäten in qualitativer und quantitativer Hinsicht und plant die Anpassung dieser für die Erfüllung betrieblicher Funktionen. Um diese Aufgaben zu erfüllen, sind vier zentrale Fragestellungen zu beantworten. Wie viele Mitarbeitende werden benötigt? Welche Qualifikationen müssen die Mitarbeitenden aufweisen? Zu welchem Zeitpunkt werden die Mitarbeitenden benötigt? Und wo werden sie benötigt? Schauen wir uns zur Verdeutlichung beispielhaft die X GmbH an. Die X GmbH beschäftigt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und möchte den Personalbedarf für das folgende Geschäftsjahr planen. Dafür differenzieren wir zunächst nach Tätigkeitsbereichen der Mitarbeitenden. Es ergibt sich folgende Verteilung der Mitarbeitenden auf die Betriebsbereiche. 3 Mitarbeitende arbeiten im Einkauf, 4 Mitarbeitende im Vertrieb und 5 Mitarbeitende in der Produktion. Für die weitere Personalbedarfsplanung betrachten wir nur die Produktion. Die hierfür vorgestellten Schritte sind auf die anderen Unternehmensbereiche übertragbar. Zunächst erfolgt die qualitative Bestandsermittlung. Das heißt, die Mitarbeitenden werden nach ihren Kompetenzen und Fähigkeiten geclustert. In unserem Beispiel gibt es 2 Cluster, Techniker und Technikerinnen sowie Ingenieure und Ingenieurinnen. Dann wird der quantitative Bestand ermittelt, hier mit 3 technischen Mitarbeitenden und 2 Ingenieuren. Mitglieder eines Teams haben nicht notwendigerweise denselben Beschäftigungsgrad. Einer der Ingenieure der X GmbH ist zum Beispiel in Teilzeit beschäftigt und arbeitet nur 20 Stunden die Woche, anstatt wie seine Kollegen 40 Stunden die Woche. Um die bereitgestellte Arbeitsleistung der Mitarbeitenden vergleichbar zu machen, wird ihre Anzahl in Köpfen in Vollzeitäquivalente umgerechnet, abgekürzt VZE. Das heißt, unser Ingenieur in Teilzeit stellt die Hälfte an Arbeitszeit zur Verfügung wie ein Vollzeitbeschäftigter der X GmbH. Er zählt deshalb als 0,5 VZE. Zusammen mit dem Vollzeitingenieur ergibt dies 1,5 Vollzeitäquivalente. Die technischen Mitarbeitenden arbeiten alle in Vollzeit und zählen deshalb auch als 3 Vollzeitäquivalente. Somit haben wir den Ist-Bestand der X GmbH ermittelt. Ob Mitarbeitende oder Vollzeitäquivalente geplant werden, hängt von der planerischen Fragestellung ab. Für Kapazitätsplanung sind VZE relevant, für die Arbeitsplatz- und Raumplanung die Anzahl der Mitarbeitenden. Im Weiteren gehen wir aber von der Planung von Vollzeitäquivalenten aus. Als nächstes ermitteln wir den zukünftigen Personalbestand. Dieser umfasst sowohl vom Unternehmen bereits geplante Änderungen des Personalbestands, die im betrachteten Geschäftsjahr umgesetzt werden, als auch Änderungen des Personalbestands, die sich ohne Zutun des Unternehmens ergeben. Wir beginnen dabei mit dem soeben ermittelten Personalbestand und erfassen die Bestandsveränderungen. Der Ingenieur in Teilzeit wird von einem Konkurrenten der X GmbH abgeworben. Die Bestandsveränderung beträgt also minus 0,5 Vollzeitäquivalente. Eine der technischen Mitarbeitenden geht für ein Jahr in Elternzeit. Da sie Vollzeitbeschäftigte ist, geht sie in die Berechnung mit minus einem Vollzeitäquivalent ein. Damit ergibt sich ein zukünftiger Personalbestand von 2 technischen Mitarbeitenden und einem Ingenieur. Wir haben uns bereits die Personalbestände der X GmbH angesehen und wollen uns jetzt um die Personalbedarfe der X GmbH kümmern. Auch hier wird wieder die qualitative Differenzierung zwischen Technikern und Technikerinnen sowie Ingenieuren und Ingenieurinnen vorgenommen. Die X GmbH hat aktuell genug Arbeit, um 3 technische Mitarbeitende in Vollzeit und einen Ingenieur bzw. eine Ingenieurin in Vollzeit zu beschäftigen. Wir erinnern uns, dass das Unternehmen aber über 1,5 Ingenieursvollzeitäquivalente verfügt. Hier werden die Kapazitäten, die der X GmbH in Arbeitsleistung zur Verfügung stehen, nicht vollständig genutzt. Anfang des Folgejahres soll die Modernisierung der Produktionsanlagen abgeschlossen sein.
Die X GmbH plant, durch die neuen Produktionsanlagen 1,5 Vollzeittechniker einzusparen. Da die Bedienung der neuen Anlage aber anspruchsvoller ist als die der alten, erfordert sie mehr Ingenieurskapazitäten mit einem Vollzeitäquivalent. Daraus ergibt sich der zukünftige Personalbedarf aus 1,5 Technikern und 2 Ingenieuren. Führen wir nun unsere bisherigen Berechnungen zusammen, um zu ermitteln, ob eine Personalüberdeckung oder Personalunterdeckung vorliegt. Das heißt, ob mehr oder weniger Arbeitsleistung zur Verfügung steht als benötigt. Der zukünftige Personalbestand liegt bei 2 Techniker VZE und einem Ingenieur VZE, während der zukünftige Personalbedarf 1,5 Techniker und 2 Ingenieur VZE entspricht. Daraus ergibt sich eine Personalüberdeckung in Höhe von einem halben Techniker VZE und eine Personalunterdeckung von einem Ingenieur VZE. In einem Unternehmen kann also gleichzeitig sowohl eine Personalüberdeckung als auch eine Personalunterdeckung vorliegen. Entscheidend ist die qualitative Differenzierung der benötigten Kompetenzen und Fähigkeiten. Verallgemeinert sieht der quantitative und qualitative Personalbedarfsplanungsprozess wie folgt aus. Der aktuelle Personalbestand wird ermittelt, aus den Veränderungen im Personalbestand wird der zukünftige Personalbestand abgeleitet und auf der Bedarfsseite wird der aktuelle Personalbedarf ermittelt, um unter Berücksichtigung der Bedarfsveränderungen den zukünftigen Personalbedarf zu berechnen. Durch den Abgleich von zukünftigem Personalbestand und Personalbedarf ergibt sich entweder eine Personalüber- oder Unterdeckung. An dieser Stelle geht die Personalbedarfsplanung in weitere HR-Bereiche über, wie zum Beispiel Personalbeschaffung, Entwicklung oder Personalfreisetzung, um den Personalbestand an den Personalbedarf anzugleichen. Wie auf der vorherigen Folie schon angedeutet, ist Personalbedarfsplanung in ihrem Kontext zu sehen, nicht nur im Zusammenhang mit anderen HR-Funktionen, sondern auch im Zusammenhang mit betriebsinternen und externen Faktoren. Interne Faktoren können zum Beispiel die Organisation sein, da sich die Personalplanung in der Regel an dem organisatorischen Aufbau eines Unternehmens orientiert, oder aber auch längere Fehlzeiten, wie zum Beispiel Elternzeit. Das Leistungsprogramm bezieht sich auf die Waren und/oder Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet. Hieraus ergeben sich die Anforderungen an die Mitarbeitenden, um die betriebliche Leistung in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu erstellen. Entscheidende betriebsexterne Faktoren können zum Beispiel die gesamtwirtschaftliche Lage sein, die sowohl das Auftrags- und damit Arbeitsvolumen eines Unternehmens beeinflussen kann, als auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Politik und Gesetzgebung stellen dabei den Rahmen, in dem sich ein Unternehmen bewegen darf. So können zum Beispiel Gesetze zur Elternzeit, zur Pflegezeit für Angehörige oder zu einer Frauenquote direkte und indirekte Auswirkungen auf die Personalbedarfsplanung haben. Diese Faktoren wiederum können sich gegenseitig weiter beeinflussen und die qualitative, quantitative, zeitliche und räumliche Personalbedarfsplanung erschweren. Sie haben gelernt, was Personalbedarfsplanung ist und womit sie sich beschäftigt, wie beispielhafte und typische Prozessabläufe aussehen und welche Kontextfaktoren bei der Personalplanung zu berücksichtigen sind.